Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Weibrecht von Kryptomagazin. In diesem Video geht es um die Frage, lohnt sich Bitcoin Trading? In diesem Video möchte ich aber auch darauf eingehen, auf ein paar YouTuber, die in diesem Bereich sehr, sehr viel Geld verdienen und auch sehr große Communities haben. Ich möchte die YouTuber nicht bashen, nicht angreifen oder bewerten. Ich will nur euch zeigen, wie deren Strategien sind und warum es sehr, sehr gefährlich sein kann, diesen YouTubern nicht nur also zu folgen, eine Sache, aber diesen YouTubern nachzutraden. Ich sage nicht, dass das nicht funktioniert, was die machen. Ich sage nur, dass die Voraussetzungen klar sein müssen, unter denen es funktionieren kann. Und darüber möchte ich ein bisschen mit euch reden. Grundsätzlich würde mich interessieren, wenn ihr unter diesem Video erklären würdet oder schreiben würdet, ob ihr schon Erfahrung mit Trading habt im Crypto-Space und ob ihr schon überhaupt Gewinne gemacht habt oder ob ihr da euch auch schon die Finger verbrannt habt. Ich persönlich kann sagen, ich trade im Krypto-Bereich selber, aber mit algorithmischem Trading. Das heißt, ich programmiere Programme, die für mich Kryptowährungen traden. Ich gehe nicht mehr her und trade persönlich als Mensch. Warum? Weil da sehr, sehr viele Fallstricke drin sind und man von sich selber sehr, sehr gut einschätzen können muss, ob man diese Art von psychologischer Belastung standhält. Gerade wenn man mit großen Summen tradet. Aber das ist ein anderes Thema und da möchte ich vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen. Im ersten Schritt möchte ich aber auch sagen, Trading ist nichts, was man einfach mal macht. Trading ist etwas, wofür man ein richtiges Handwerkszeug braucht und wofür manche Menschen wirklich Jahre brauchen, bis sie das beherrschen. Und auch wichtig zu verstehen ist, dass die Leute, die zum Beispiel auf YouTube aktiv traden, sogar live traden und die das zeigen und die Chartanalyse machen, in der Regel hierfür jahrelang Erfahrung gesammelt haben und auch ihr entsprechendes Lehrgeld bezahlt haben. Das bedeutet, ganz, ganz wichtig, wenn du mit Trading anfängst oder irgendwie im Trading was machen willst, dann macht es vielleicht Sinn, wenn du mit Paper Trading anfängst. Das bedeutet, wenn du dir ein Demo-Konto machst und dann erst mal ein Jahr, wirklich mal ein Jahr die Erfahrung sammelst und so ein Demo-Konto tradest. Also einfach mal als Grundvorstellung davon, was man da machen kann. Vielleicht noch eine Side-Information, eine wichtige Information vielleicht für Leute, die vielleicht denken, ja, wer jetzt traden kann, der ist auf jeden Fall im Crypto-Space, weil dort die Volatilität so hoch ist und man damit so vermeintlich viel Gewinn machen kann. Nein, es ist nicht so. Viele Trader, die ich kenne und von denen ich Erfahrung habe, dass die seit Jahren traden und auch wirklich profitabel traden in Börsen, also auf der richtigen Börse mit Aktien und so weiter, die traden, viele von denen traden oder die meisten traden davon gar nicht in Kryptowährungen. Warum? Weil hohe Volatilität aus deren Sicht ein hohes Risiko ist. Vielleicht mal grundsätzlich zum Verständnis. Viele denken ja, mit Trading im Crypto-Space kann man viel Geld machen, weil die Volatilität so hoch ist. Aber natürlich, weil die meisten nur sehen, dass die Kurse steigen. Es gibt ja auch die Option, dass Kurse fallen. Jetzt kommt die Argumentation, ja, aber es gibt ja Short-Positionen und man kann man ja auch mit Geld verdienen, wenn man gegen den Markt wettet. Aber hier ist natürlich eins zu beachten. Eine Short-Position kann ins Unendliche, ins Negative laufen. Das bedeutet, der Kurs kann ja auf 100.000 steigen. Und selbst egal, wie viel Geld du hast, um die Position nachzukaufen, irgendwann kommt der Punkt, wo du liquidiert wirst. Das heißt, grundsätzlich eine Short-Position, würde ich aus meinem Verständnis sagen, ist immer doppelt so riskant wie eine Long-Position. Oder vielleicht sogar 100-mal riskanter. Okay? Aber das ist eine sehr, sehr technische Sache. Ich werde in diesem Video sicherlich ein paar Begriffe nennen, wie Long, Short, Compound, also Verdopplungsstrategien und so weiter. Ich werde in diesem Video auch ein paar Sachen erklären. Aber grundsätzlich solltest du, wenn du ein Wort nicht verstehst, einfach nochmal googeln. Ich kann nicht jeden einzelnen Begriff in diesem Video irgendwie als Einzelnes immer erklären und auch deutlich. Das würde quasi das Video sprengen. Okay? Also grundsätzlich lohnt sich Krypto-Trading? Ja, natürlich lohnt es sich, wenn man weiß, was man tut. Und eine der wesentlichen Faktoren ist noch nicht mal die Strategie, sondern das Thema Liquiditätsplanung. Was ich also dir grundsätzlich empfehlen möchte, wenn du tradest, ist, dass du im Prinzip drei Metriken beachtest. Ich zeichne das mal kurz auf. Wenn wir das als deine Position sehen, ja, das ist der Einstiegskurs. Sagen wir mal, du steigst bei 43.000 Dollar beim Bitcoin ein, ja, das ist der Kurs, okay, dann, ich zoome das dann nachher rein, ist dann ein bisschen besser zu sehen, und dann ist das Wichtige, was ein Trader macht auf einem Sheet, also auf einem Blatt Papier, er definiert erstmal seinen Stop-Loss, zum Beispiel 5%, und sagt, ich steige bei 43.000 Dollar pro Bitcoin ein, und was mir wichtig ist,
Ich setze einen Stop-Loss, ich setze einen maximalen Verlust, den ich bereit bin zu verlieren. Nämlich, wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Summe X nehme und die Summe X nehme ich zum Kauf von Bitcoin bei 43.000 Dollar, dann hinterlege ich eine Stop-Loss-Order, die sagt, wenn der Kurs um 5% fällt, dann schließe die Position und realisiere die 5% Verlust. Ja? Das heißt, ich akzeptiere bei meiner Entscheidung, diesen Trade zu eröffnen, 5% Verlust. Jemand, der ohne Stop-Loss-Order tradet, der geht ein sehr hohes Risiko ein, alles zu verlieren. Jetzt macht ein Profi-Trader etwas, was vor allem viele nicht machen. Und das ist ein grundlegender Kapitalfehler bei Anfängern. Und zwar, der entscheidet, wann er Take-Profit nimmt. Das heißt, ich mache hier einen Kreis drumherum. Take-Profit bedeutet, ab wie viel Prozent werde ich meinen Gewinn mitnehmen oder zumindest einen Teilgewinn. Und da sagt er zum Beispiel 10%. Nur als Beispiel jetzt. Ja? Das heißt, er sagt, bei 10% Profit, wenn also meine Position bei 43.000 Dollar 10% im Plus ist, dann nehme ich meinen Profit mit oder einen Teil des Profits. Das Problem ist nämlich, wenn man das nicht vorher definiert, dann ist es sehr, sehr schwierig, während der emotionalen Phase, nämlich dann, wenn der Kurs steigt und fällt und steigt und fällt, eine Entscheidung zu treffen dafür, was man eigentlich will. Das heißt, man überlegt sich vorher, welche Strategie man hier eingeht. Was aber auch interessant ist, ist jetzt, man sieht jetzt auch in dieser kurzen Skizze, dass es ein Verhältnis gibt, ja, nämlich 1:2. Ja? Ich bin bereit, 5% zu verlieren, um 10% Profit zu machen. So habe ich zumindest mal einen Einstieg, dass ich sage, ich weiß, wie viel Risiko ich bereit bin, um wie viel Profit zu nehmen. Wenn ich nämlich sagen würde, ich nehme 5% Gewinn, ja, dann würde es bedeuten, ich habe ein 1:1 Verhältnis. Was bedeutet, ich mache es mal schöner, damit man nachher im Video das schöner sieht. Wenn ich 5%, bei 5% im Profit nehme, habe ich ein 1:1 Verhältnis. Jetzt geht es aber nicht darum, diesen Trade als Einzelnes zu sehen, sondern in seiner gesamten Trading-Strategie eröffnet man ja regelmäßig Trades, also immer wieder Trades. Und wenn das Verhältnis 1:1 ist und ich regelmäßig auch verliere, dann verliere ich ja immer, wenn ich eine Position eröffne. Nehmen wir mal an, alle Positionen wären gleich groß. Dann verliere ich bei jedem Mal, wenn ich eine Position eröffne und verliere, dann verliere ich jedes Mal den Gewinn des Trades davor wieder. Versteht ihr, was ich meine? Das Problem ist aber auch gleichzeitig, dass immer wenn ich verliere, mein Stammkapital sich ja auch verringert. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, und das ist der letzte wichtige Faktor, nämlich die Startposition, wenn ich davon ausgehe, ich nehme immer zum Beispiel 5% meines verfügbaren Kapitals und eröffne damit eine Position, dann heißt es ja, immer wenn ich verliere, verringert sich die 5%. Das heißt, der Basiswert, auf dem ich meinen nächsten Trade mache, bedeutet, wenn ich dann auch 5% mache, habe ich ja nicht mal den Verlust des Trades davor rausgeholt. Versteht ihr, was ich meine? 5% von weniger von etwas sind natürlich sind weniger als 5% von etwas von mehr, logischerweise. Ja? Das heißt, ihr müsst immer gucken, dass das Verhältnis zwischen Gewinn- und Verlustabwägung natürlich auch profitabel ist. Das heißt, ihr müsst vielleicht auch mal sagen, vielleicht verliert ihr wahrscheinlich mehr Trades mit Stop-Loss, als dass ihr Gewinn machen werdet. Ja, da gibt es verschiedene Strategien, auf die möchte ich jetzt auch gleich eingehen. So, also, das heißt, wir lassen die Position mal stehen. Nehmen wir mal an, ich bin hier bei 5% meines Kapitals steige ich ein. Ich habe meinen Take-Profit gesetzt und ich habe meinen Stop-Loss gesetzt. Das sind die drei wichtigsten Parameter, mit denen ich meine Entscheidungen treffe. Ja? Und jetzt ist aber die Möglichkeit, und das ist sehr, sehr spannend und damit arbeiten auch viele Trader, zu sagen, okay, ich eröffne vielleicht nicht mit 5%, sondern ich eröffne nur mit 1% meines Kapitals. Also ich reduziere von vornherein die Startposition, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob die Position, die ich hier eröffne, ob die sozusagen, ob die wirklich valide ist. Vielleicht habe ich ein Trading-Signal oder eine Charttechnik definiert und gesagt habe, da ist ein guter Einstiegspunkt. Was die jetzt machen ist, die setzen nicht bei 5% Stop-Loss, ich mache jetzt mal hier Stop-Loss, sondern die sagen dann, okay, dafür, dass meine Einstiegsgröße kleiner ist, erhöhe ich meine Bereitschaft für einen Verlust auf zum Beispiel 10%. Ich habe also
4% weniger Kapital eingesetzt und bin deshalb bereit, auch mehr zu verlieren. Was Sie aber jetzt machen ist, Sie gucken, wo sind die nächsten Widerstände, sogenannten Fibonacci Retracements, also Widerstände im Chart, und sagen, nehmen wir mal an, der Kurs fällt jetzt um 5%, minus 5%, dann gehen Sie her und machen einen sogenannten negativen Compound, also eine Korrektur, in der Sie sagen, ich erhöhe jetzt die Position. Nehmen wir an, ich habe jetzt 1.000 Dollar genommen und das entspricht 1% meines Kapitals. Und Sie nehmen, jetzt fällt der Kurs um 5%. Dann machen Sie Folgendes im negativen Compound. Sie nehmen jetzt 2.000 Dollar, das ist jetzt nochmal 2% des Kapitals. Also Sie stocken um 2% Ihres Gesamtkapitals die Position auf. Wir sind aber immer noch nicht bei 5%, wohlbemerkt. Ja? Wir sind immer noch bei unter dem 5% von vorher. Und nehmen die 2%, stocken es auf, nehmen nochmal 2.000 Dollar und kaufen nach. Dann ist Ihre Gesamtgröße, Ihre Position ja logischerweise 3.000 Dollar. Und wie groß ist jetzt der Durchschnittspreis, zu dem Sie eingestiegen sind? Der Durchschnittspreis ist jetzt deutlich gesunken, weil Sie ja hier unten nochmal für das Doppelte nachgekauft haben als hier oben. Und damit sind Sie nicht mehr minus 5% in der Position, sondern nur noch minus 2,5%. So. Und dann ist die Entscheidung, was macht man mit dem Stop-Loss? Naja, man kann ja immer noch sagen, ab jetzt ist mein Risiko höher, weil ich habe ja jetzt 3% meines Kapitals im Trade drin. Also kann man hergehen und sagen, okay, meine Stop-Loss-Position ausgehend vom neuen Durchschnittspreis, der ist ja jetzt irgendwo hier, ja, nicht mehr hier, das ist ja vorbei. Mein neues ziehe ich jetzt mit 5% Stop-Loss ab. Das ausgehend vom neuen Basispreis bin ich noch bereit, 5% zu verlieren. Das heißt, ich verliere bei maximal 5% von 3% meines Kapitals. Diese Strategie kann man machen, um eben sich seinen Durchschnittspreis zu verbessern. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt an dieser ganzen Mathematik. Dieses Spiel lässt sich natürlich relativ lang treiben. Nämlich, wenn ich jetzt merke, die 5% haben immer noch nicht geklappt, jetzt gehe ich her und habe einfach, ich bin ja relativ niedrig in meiner Position, die ist jetzt insgesamt, lass uns das hier mal korrigieren, ich bin jetzt 3% meines Kapitals drin. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn der Kurs nochmal um 5% fällt, dann verdoppel ich die Position wieder und die neue Position, machen wir jetzt hier, ist ja 3.000 Dollar groß. Okay? Jetzt nehme ich einfach 6.000 Dollar, das ist jetzt aber ein bisschen mehr. Das sind plus 6% meiner Position, meines Gesamtkapitals. Ja, das heißt, ich bin dann insgesamt schon mit 9% meines Gesamtkapitals im Trade drin. Und diese neue Position, die ist jetzt 9.000 Dollar groß. Was jetzt bedeutet, mein Durchschnittspreis sinkt ja auch nochmal. Und damit bin ich wieder nur 2,5% im Minus. Ja, das bedeutet, beziehungsweise das stimmt nicht, ich war ja minus 2,5%, weil ich ja das erste Mal compounded habe. Jetzt fällt er nochmal um 5%, dann bin ich ja minus 7,5%. Und wenn ich jetzt nochmal verdoppel, bin ich bei 7,5, das heißt 3,8%. Sorry, Kopfrechnen. So, ich bin nur noch minus 3,8%. Das heißt, insgesamt habe ich auf der einen Seite habe ich meine Durchschnittsposition nochmal verringert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kurs so fällt und nie mal eine kurze Korrektur hat, ist sehr, sehr gering. Das heißt, dieser Punkt ist entscheidend, um wieder seinen Profit zu nehmen. Ja? Das heißt aber, wer mit einer ausreichend kleinen Positionsgröße seine Position startet, kann den Durchschnittspreis sukzessive mitziehen und kann den neuen Durchschnittspreis dann ja auch wieder mit entsprechendem Stop-Loss, mit ausreichend Abstand natürlich absichern. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt. Deshalb ganz wichtig von der Idee her. Wenn ich natürlich 1.000 Dollar habe auf meinem Margin-Konto, das heißt auf meiner Börse, und ich habe einen Hebel von 10, heißt es, ich kann 10.000 Dollar traden. Ja? Das heißt aber, wenn ich einen Hebel von 10 habe,
bedeutet es, ich habe 1.000 Dollar als Einlage und habe 10.000 Dollar Potenzial. Wenn ich die vollen 10.000 Dollar in einem Trade investiert habe und der Hebel ist auf 10 eingestellt, dann würde ich einen Kursverlust von 10% mitmachen, bis ich liquidiert werde. Das heißt, nicht ganz, also wahrscheinlich eher so 9,76% circa. Wenn der Kurs um 9,8% fällt, dann wird die Position liquidiert. Warum? Weil der Verlust entspricht dann exakt den 1.000 Dollar, die ich als Sicherheitseinlage hinterlegt habe. So, und jetzt kommt der spannende Punkt. Natürlich kann ich mit 1.000 Dollar mal 100, kann ich natürlich 100.000 Dollar Trades eröffnen. Logischerweise. Das Problem ist aber, wie viel ist es jetzt in Prozent gerechnet? 0,98% circa. Wenn der Kurs um 0,98% fällt, dann ist das Kapital von 1.000 Dollar als Sicherheit des Hinterlegtes aufgebraucht und wird liquidiert. So, das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn man sich sicher ist, dass der Kurs nach oben geht, super viel Profit zu machen. Natürlich, weil wenn der Kurs um 1% steigt, heißt es, ich habe 1.000 Dollar Profit. Abzüglich der Tradinggebühr natürlich müsst ihr noch rechnen. Jetzt ist aber so, was die Jungs machen, ist ja schlau. Und zwar machen die Folgendes. Die gehen her und sagen, ich eröffne zu 43.000 Dollar eine Bitcoin-Position mit 1.000 Dollar. Okay? Und mit 10.000 Dollar. Lass uns mit 10.000 Dollar machen. So. Und was sie jetzt machen können ist, sie können sagen, nehmen wir mal an, die machen ihren Stop-Loss, 5%. So. Und jetzt geht der Kurs um 5% nach oben. Okay? Plus 5%. Was sie jetzt machen können ist, das gleiche Spiel, das wir im Compounding nach unten gemacht haben, können die natürlich jetzt nach oben machen. Nämlich, sie können sagen, cool, ich bin jetzt mit 10.000 Dollar mit 5% im Plus. Was ich jetzt mache ist, ich nehme jetzt nochmal 10.000 Dollar, also plus 10.000 Dollar und verdoppel die Position. Das heißt, ich bin insgesamt 20.000 Dollar in der Position drin. Was macht es mit meinem Gewinn? Der Gewinn halbiert sich natürlich, weil ich natürlich nur die doppelte Menge an Geld habe in der neuen Durchschnittsposition, nämlich in der neuen oberen, in der relativ weit oberen Durchschnittsposition. Das heißt, ich bin nur noch 2,5% im Plus. Was die jetzt dann machen ist, sie setzen den Stop-Loss von hier unten, setzen sie nach oben, zum Beispiel bei 1%. Das deckt dann vielleicht gerade die Trading-Gebühren. Das heißt, sie haben eine Position gestartet mit 10.000 Dollar, haben jetzt einen Verlust von 5% akzeptiert. Der Kurs ist wie erwartet gestiegen, weil sie es sozusagen charttechnisch analysiert haben. Und dann steigt der Kurs, super Sache, und dann sichern sie ihren Profit schon mal mit 1% ab. Das heißt, es kann schon mal nichts mehr passieren. Was sie jetzt natürlich machen können, ist, jetzt haben sie ja 20.000 Dollar investiert. Zum Beispiel, wenn sie 10.000 Dollar auf dem Account liegen hatten, dann haben sie jetzt einen Zweierhebel, 2x. Ja? Sie haben 2x, Zweierhebel, weil sie haben 10.000 Dollar im Account liegen als Sicherheitseinlage und haben jetzt aber die Verdoppelung gemacht, nochmal mit 10.000, also brauchen sie einen Zweierhebel, also haben sie 2x jetzt. So, was sie jetzt machen können ist, die Position ist ja irgendwo hier, ja, sie können jetzt den Hebel auf 100x stellen. Warum können sie das jetzt? Weil verlieren können sie nicht mehr, weil die Position ist im Plus und gleichzeitig ist ihre Gesamtposition, haben sie jetzt ihr Liquiditätsvolumen deutlich erhöht, nämlich jetzt können sie mit 10.000 mal 100, ja, das heißt, sie können 1.000.000 Dollar Trades aufmachen, ja. Und wie machen die das dann? Dann passiert Folgendes, jetzt steigt der Kurs, jetzt machen wir ein bisschen sauber, mal ein bisschen Übersicht noch behalten, jetzt steigt der Kurs nochmal um, sind wir hier, der Kurs steigt nochmal um 10%, die sind mit 20.000 Dollar drin, also haben sie schon 200,
pardon, 10% sind $2,000 Profit gemacht. Ja? So, was Sie jetzt machen können, ist genau dasselbe Spiel wieder. Sie können nochmal $20,000 nehmen, jetzt nochmal, um es zu verdoppeln. Das heißt, Sie sind mit $40,000 in der Position drin und können jetzt, sind jetzt nur noch 5% im Plus. Ja? Natürlich ist es jetzt die extremste Form der Verdopplung. Was Sie auch machen können ist, und das machen die dann wahrscheinlicher, als dass sie es verdoppeln, Sie gehen her und sagen, naja, ich brauche nicht eine gesamte Verdopplung, aber ich habe jetzt $20,000 Position. Ich nehme jetzt nochmal $5,000 und erhöhe vorsichtig die Position und ziehe ganz leicht meinen Stop-Loss nach. Das heißt, der Stop-Loss ist immer im Profit. Ja? Immer. Das heißt, es kann nichts passieren. Das ist der Einstiegspreis und das ist der Stop-Loss. Die können, diese Diskrepanz ist immer gesichert. Und was Sie einmal machen können, ist, Sie können den Abstand erhöhen. Die können sagen, hier erhöhe ich 2%, 3%, 4%. Das ist sozusagen der sichere Gewinn. Sie können aber auch, wenn hier oben die Position irgendwo nach oben geht, ja, wenn der Preis nach oben geht, können Sie hier oben Take Profit machen und sagen, ich verringere jetzt schon mal meine 40.000, meine $20,000 Position, ich verringere sie mal auf $15,000. Ja? Und für die $5,000, die Sie Profit genommen haben, da können Sie den Gewinn schon mal rausholen. Und das machen die Jungs echt gut. Die bauen sich hier Positionen auf mit mehreren Millionen Dollar. Und mit dieser Strategie läuft es sehr, sehr gut. Voraussetzung ist natürlich immer, einen guten Einstiegspunkt zu finden und eine gute Charttechnik zu machen. Und jetzt zu der großen Warnung an der ganzen Stelle. Entscheidend bei dieser Strategie, und das mache ich mit meinem algorithmischen Trading ähnlich, entscheidend bei dieser Strategie ist, dass man weiß, wann man verdoppelt, beziehungsweise wann man die Position vergrößert. Und entscheidend ist bei der Strategie, und das ist die eigentlich wichtigste Frage, wie groß ist meine Startposition? Ich sage es dir ganz einfach. Wenn du 1.000 Euro auf deinem Trading-Account hast, 1.000 Euro auf deinem Trading-Account hast und du startest eine Position mit $10, dann kannst du problemlos ohne Hebel sehr schön so eine Strategie fahren. Du wirst wahrscheinlich, wenn es gut läuft, vielleicht $5 verdienen. Das wäre 50%, das wäre super. Mit so einer Strategie lässt sich das super machen. Das Problem ist, das macht ja keiner. Die Leute, die mit $1,000 anfangen, eröffnen die Position mit $100 oder mit $1,000 ein X. Also sie gehen mit 100% ihres Kapital rein und starten damit die Position. Warum? Weil sie im Hinterkopf haben, ich kann ja bis zu 100x hebeln, wenn ich nur im Profit bin. Und das ist natürlich ein Problem. Weil das negative Compounden, also die Position nach unten hin zu korrigieren, um dann den Auftrend mitzunehmen, das können sie nicht oft machen. Weil mit $1,000 muss ich, wenn ich die erste Verdopplung mache, muss ich nicht nur einen Zweierhebel machen, sondern ich muss einen Dreierhebel machen. Weil die Verdoppelung nach unten ist doppelt so teuer, wie die Verdoppelung nach oben, falls es euch aufgefallen ist. Wenn der Kurs fällt, muss ich die doppelte Menge an Geld nehmen, um meinen Durchschnittspreis zu halbieren. Wenn ich nach oben gehe, nehme ich nicht die doppelte Menge, muss ich den gleichen Betrag nehmen, sonst verschiebe ich meinen Durchschnittspreis zu weit nach oben. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist das Problem. Das heißt, diese ganze Strategie ist cool, wenn man weiß, mit welcher Positionsgröße man anfängt. Und die meisten Trader, bei denen ich das zuschaue, und ich habe das zum Beispiel bei einem YouTuber gesehen, der hatte eine Margin bei einem 100er Hebel von 128 Millionen US-Dollar auf seinem Bybit-Account. Das bedeutet, natürlich kann der eine Million Dollar Position machen, ja, weil das noch nicht mal mit Hebel ist. Also der kann eine Million Dollar Position eröffnen und kann vielleicht einen oder zweier Hebeln einstellen. Das heißt, er hat gar keine großen Liquiditätsrisiken. Natürlich kann der Kurs auch beim Zweierhebel mal um 50% einbrechen. Aber die wissen ja, was sie tun. Insofern, die Charttechnik gibt ihnen ja recht. Insofern, dass natürlich 50% sehr unwahrscheinlich ist in einem Bullenmarkt mit 1000 Widerständen dazwischen und so weiter. Das heißt, wenn ihr diese ganze Sache macht und wenn ihr sagt, ihr folgt diesen YouTuber und ihr geht die Strategien nach und das sind im Wesentlichen ihre Strategien, neben den charttechnischen Analysen, dann ist es so, dann müsst ihr sehr, sehr genau Liquiditätsmanagement machen. Und ihr müsst genau wissen, mit welchen Abständen ihr die Verdoppelungen macht und nach welchen Widerständen ihr verdoppelt oder vor welchen Widerständen oder was sind Retests, also was bedeutet eigentlich, wenn ein Kurs auf Widerstand stößt,
Kauft man dann sofort oder wartet man, bis der Widerstand hält oder nicht? Es erfordert also wahnsinnig viel Disziplin und Erfahrung in diesem Bereich, profitabel zu sein. Das war jetzt wirklich eine ganz vereinfachte Darstellung dessen, was die machen. Mir ist klar, dass es nicht perfekt war und auch nicht vielleicht alles beinhaltet, aber das ist so eigentlich die Grundstrategie, die fahren. Und so ist es tatsächlich möglich, mit wenigen 1.000 Dollar Startposition irgendwann mal auf 1 Million Dollar hochzukommen. Ergo, es geht schon, also ist Trading profitabel? Klar, wer das kann. Aber wer sein Profitmanagement richtig macht? Und die Frage ist natürlich, und das muss man sich natürlich auch dagegen stellen, wenn ihr tradet, habt ihr natürlich eine psychologische Belastung, weil ihr nehmt viel Geld vielleicht und tradet das hier. Der Kryptomarkt ist volatil, es geht hoch und runter, ihr müsst es psychologisch aushalten. Und ihr müsst natürlich auch sehen, wie viel Zeit ihr investiert. Wenn ihr natürlich mit 1.000 Dollar tradet und im Monat 100 Dollar Profit macht, dann okay, ich weiß nicht, wie viel das für euch ist, 100 Dollar könnte vielleicht viel sein für euch, aber wenn ihr jetzt umlegt, ihr hockt jeden Tag 2 Stunden am Rechner und ihr tradet jeden Tag 2 Stunden und am Schluss nach Verlusten immer so 100, 200 Dollar im Monat zu haben und ihr rechnet die Zeit mal hoch, dann müsst ihr aber auch einen ehrlichen und realistischen Stundensatz mal rechnen und sagen, lohnt sich das wirklich oder wäre es nicht sinnvoller, irgendwo einen Nebenjob anzunehmen und damit würde ich wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Es geht hier, wie gesagt, beim Paper Trading sowieso nicht drum. Natürlich kann man, wenn man es mal wirklich beherrscht, mit mehr Kapital noch mehr Geld machen und auch vielleicht mit wenig Kapital viel Geld machen, gerade im Kryptomarkt, wenn parabolische Anstiege sind. Nur das sind natürlich Sachen, die haben natürlich nicht nur mit Glück zu tun, aber natürlich auch mit gutem Timing. Und Timing bedeutet, dass man eigentlich relativ viel quasi aktiv dabei sein muss. Am Handy muss man Signale bekommen, man muss vielleicht selber am Handy traden, da macht man vielleicht auch mal Fehler. Ganz arg wichtig. Profi-Trader sitzen am Rechner. Die sitzen auch nachts am Rechner oft. Und all diese Dinge muss man berücksichtigen, bevor man sagt, naja, ich werde jetzt mit Trading Geld verdienen. Diese Sache ist nicht so trivial und wie es vielleicht manchen irgendwie weiß gemacht wird. Ganz klar ist auch, und das müsst ihr auch sehen, wenn die YouTuber, und ich will denen niemand was unterstellen, die machen super Profite bestimmt und sind super reich damit geworden, aber die sind vor allem auch super reich damit geworden, dass sie wahnsinnige Affiliate-Einnahmen bei den Börsen bekommen. Also wir reden hier von Millionen, die Jungs verdienen durch Affiliate-Einnahmen. Und zwar, wenn ihr große Trades macht, verdienen die am Volumen und nicht an euren Gewinnen. Das bedeutet, ob ihr gewinnt oder verliert, ist denen eigentlich egal. Natürlich nur unter gewissen Aspekten, weil wenn die nur Verlusttrades euch vorzeigen würden, dann würdet ihr nicht mehr folgen und auch nicht mehr dort traden. Aber vom Prinzip her geht es darum, dass ihr verstehen müsst, die verdienen immer daran, ob ihr gewinnt oder verliert. Und umso größer eure Trades werden, also deshalb zeigen die euch auch, wie sie 1 Million Dollar Trades eröffnen, umso größer eure Trades werden, umso mehr verdienen die natürlich am Volumen. Umso höher ihr euren Hebel einstellt, umso mehr verdienen die auch daran. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass euch das bewusst ist. Und dass wenn die mal einen Trade eröffnen und der nicht on-stream ist und die mal 50.000 Dollar Verlust machen, dann zeigen die das euch vielleicht gar nicht. Weil das ist ja blöd. Warum sollte man zeigen, wenn man 50.000 Dollar Verlust gemacht hat? Man zeigt ja lieber, wenn man 100.000 Dollar Profit gemacht hat. Und es geht auch zurzeit oft im Bullrun. Aber ihr müsst mal gucken, wie viele Videos die Jungs teilweise gemacht haben, als wir einen Bärenmarkt hatten, wie oft die da 100.000 Dollar Trades gemacht haben und dort ihren Profit gezeigt haben. Und das war, wenn ihr ehrlich seid, wahrscheinlich nicht so oft. Ja? Warum? Weil wir natürlich in so einer Marktphase, im Prinzip war es ja in den letzten Wochen egal, was man gekauft hat. Man hat eigentlich immer Gewinn gemacht. Wichtig ist nur, dass man seine Liquidität so geplant hat, dass man nicht liquidiert wurde. Das war der einzige wichtige Aspekt die letzten Wochen. Okay? Also, deshalb, Shoutout, Grüße gehen raus an die ganzen YouTuber, die in dem Bereich unterwegs sind. Ich respektiere euren Content. Ihr macht sicherlich einen sehr guten Job. Ich habe mega Respekt vor dem, was ihr drauf habt. Wichtig ist aber, unabhängig davon, wie oft ihr den Leuten sagt, dass es Risiko ist und dass es sich eigentlich an Leute richtet, die Profi-Trader sind oder die wissen, was sie tun. Ganz klar ist natürlich, die Verantwortung bleibt trotzdem auch ein bisschen bei euch, dass ihr darauf achtet, immer wieder auch klar und transparent zu zeigen, was ihr macht und wie ihr es macht und dass eben das Thema Liquidität, und das höre ich sehr, 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 sehr selten, nämlich dass die Startposition, also die Liquidität, die ihr eingibt in so eine Position, dass die eigentlich entscheidend ist dafür, neben dem Charttechnischen, ob man aus dem ganzen Ding mit Plus oder Minus rauskommt. Und manchmal ist weniger einfach mehr. Ich wünsche euch was, hat mich gefreut. Bis dann, euer Alex.